Heute sehen wir uns die Zeitformen des Mittelhochdeutschen an. Wir haben uns das jetzt morphologisch angeschaut, in starken Verben, in schwachen Verben, Besonderheiten beschrieben, auch die besonderen Verben uns angeschaut. Jetzt sehen wir die Zeitformen in ihrem literarischen Kontext und welche Bedeutungen sie dort generieren können und wie sie jeweils gebildet werden und auch übersetzt. Wir kommen nun zu den Bedeutungen der Zeitformen im Mittelhochdeutschen, das heißt in mittelhochdeutschen Texten. Und zwar ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Mittelhochdeutsche, also die literarischen Texte, das heißt die künstlerisch, die ästhetischen Texte, ästhetisch geformten Texte, eben auch durch verschiedene Gattungsspektren hindurch, unterschiedlichen Umgang haben mit den Zeitformen bzw. unterschiedliche Bedeutungsnuancen damit ausdrücken. Das kann zum Beispiel, wir schauen uns zunächst das Präsens an, Ausdruck von Gegenwärtigem sein. Das ist ganz klar, das ist auch so, wie es im Neuhochdeutschen der Fall ist, auch im neuhochdeutschen literarischen Texten. Hier ein Beispiel, Wachter, du singest, das mir mannige Freude nimmt und mehret meine Klage. Ich habe in den Klammern dahinter immer geschrieben, um was für einen Text es sich handelt. Hier Wolfram von Eschenbach, Sine Klaven, also hier haben wir es mit Minnesang zu tun. Wächter, du singst, was mir manche Freude nimmt und meine Klage mehrt. Sehen Sie auch hier Präsens gewählt, typisch auch für die Lyrik, die sozusagen ja die Gegenwärtigkeit des Geschehens dem Publikum sozusagen präsent machen soll, also imaginativ, also gegenwärtige Distanzlosigkeit erzeugt. Und das kann man natürlich am besten mit dem Präsens anders im erzählenden Präteritum. Auch typisch, und das findet man dann wiederum auch in der Epik, gerade am Anfang der Texte, nämlich zum Beispiel am Anfang eines Prologs, die Bezeichnung von allgemeingültigem, sentenzenhaften. Das nennt man auch ein atemporales Präsens, weil es sich dabei um Formulierungen handelt, die allgemeingültig sind, die für die Vergangenheit, für die Gegenwart und auch für die Zukunft gelten. Und da haben wir ein atemporales Präsens. Auch das benutzen wir im Neuhochdeutschen ganz genauso. Der Enharzdain noch Steck, Moosgebirge noch Wald, der Enharze Hays noch zu kalt, man fährt in Ahne des Liebesnot, erleidet uf den ewigen Tod. Also das ist eine Formulierung aus Hartmanns von Aue Gregorius, ein legendarischer Text. Die Übersetzungen können Sie sich zum Beispiel jetzt durchlesen, wenn Sie das Video pausieren oder dann später auch an den Folien nachvollziehen. Autoritätenrede, das ist, liegt ungefähr auf der gleichen Ebene, also auch Autoritäten, wie zum Beispiel die Kirchenväter oder andere Personen, die zitiert werden, die werden halt auch die Zitate, die jeweiligen Aussagen, die werden dann eben auch zum Beispiel in Präsens ausgedrückt. Und man sagt eben auch, also hier sagt uns Hieronymus, Hieronymus ist natürlich schon sehr, 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 sehr lange tot, also auch für mittelalterliche Autoren, aber trotzdem sagt das eben Hieronymus in seiner eigenen Zeit, aber auch weit darüber hinaus für die Gegenwart und für die Zukunft geltendes. Und deswegen wird auch hier das Präsens benutzt. Hier saget uns Hieronymus oder kürt in selbe nennet us sus. Hier ein kleines Zitat aus Wolframs von Eschenbach Parsival. Präsensformen können aber auch Vergangenheitsbedeutung haben. Das nennt man das historische Präsens. Hier zum Beispiel, do was im Kunde Kälte zieht, er sichert, das ist noch Präsens, wo ein Rhone liegt, Präsens, darunter tät Präteritum, er einen Fang, mannigund darüber sprang. Ein Zitat aus einem Tierepos, Reinhard Fuchs. So war es höchste Zeit für eine List, er erblickt einen ungestürzten Baumstamm und springt rasch darunter, die Hunde sprangen alle darüber. Also wir sehen hier einen Einschub von zweimal Präsens, aber innerhalb einer Erzählung, die im Präteritum gestaltet ist. Und da wird jetzt keine Aussage plötzlich über die Gegenwart gemacht, sondern es ist immer noch die gleiche erzählte Zeit, aber als eine Art rhetorisches Mittel, um wiederum Gegenwärtigkeit zu erzeugen, sozusagen also die Spannung zu erhöhen
und also hier mit rhetorischen Mitteln Distanz abzubauen zwischen Gegenstand, zwischen Erzähltem, auch zwischen Erzähler und dem Publikum. Also das kann einem auch begegnen, dass das Präsens hier als ein rhetorisches Mittel, als ein poetisches Mittel verwendet wird, um Gegenwärtigkeit innerhalb einer in Vergangenheit erzählten Erzählung zu erzeugen. Präsensformen mit Gegenwartsbedeutung innerhalb einer Erzählung im Präteritum, das ist das, was ich gerade erläutert habe. Das bedeutet also der Wechsel vom Tempus der erzählten Welt, Präteritum, zum Tempus der besprochenen Welt. Also hier ein anderer Fall, trotzdem sozusagen, also phänomenologisch zunächst erstmal das Gleiche, aber hier wird unterschieden, dass die erzählte Welt wird im Präteritum, also die Histoire wird im Präteritum geschildert. Und diese Erzählung wird unterbrochen oder auch nachträglich kommentiert im Tempus der besprochenen Welt, das heißt im Tempus der Zeit des Erzählers. Ja? Und der befindet sich dann sozusagen auf der Präsensebene und das Erzählte, die erzählte Welt im Präteritum. Das finden Sie ganz oft bei Wolfram von Eschenbach, vor allem, also im Parsifal ist das ganz ausgeprägt, weil dort immer wieder sich der Erzähler vordrängt und sozusagen seine eigenen Kommentare dazu macht und über die Erzählung spricht, also über die Verfasstheit des Erzählens und diese dann im Präsens präsentiert. Den Heiden minne nir verdroß, des was sin Herze in Stride groß, gen Prise trug erwellen durch die Königin Sekundillen, die das Lande Tribalibot ihm gab. Der Heiden nahm an Striete zur. Bis dahin ist sozusagen erzählte Welt, die Geschichte der Histoire. Und jetzt kommt der Erzähler, der sich einmischt und über seine eigene Zeit natürlich sich im Präsens äußert. Und hier natürlich ganz klar ein poetisches Verfahren, um Distanz zum Publikum abzubauen. Der Erzähler wendet sich direkt an das Publikum im Präsens. Wir tun ich dem Getoften nu. Ern welle an minne denken, so ne mag er nicht entwenken. Diristriert müß im Erwerben vor des Heidens Hand einsterben. Das wende tugendhafter Gral, kont viramurs du Licht gemal. Also hier die Rede des Erzählers, um Distanz zum Publikum abzubauen. Und auch zu suggerieren, dass hier diese Geschichte quasi eigentlich noch gar nicht stattfindet. Also im Akt des Erzählens erst entsteht. Also in statu nascendi. Diese Geschichte zu präsentieren. Schauen wir uns Präteritumsformen an. Das Tempus des Erzählens, hatte ich gerade gesagt, episches Präteritums, die typische Form, die dann eben vergangenes Geschehen objektiv schildert. Ein Kaiser Otte, was genannt, das Magenkräfte Mannig Land mit Forten untertänig ward. So hier ist auch wieder noch eine historische Aussage gemacht, dieser Kaiser Otto, der hat früher einmal gelebt. Davon abgesehen, dass dieser Otto, über den hier gesprochen wird, eher eine Kunstfigur ist. Das muss uns jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter kümmern. Konrad von Würzburg, Heinrich von Kempten, ein Kaiser hieß Otto, viele Länder wurden seiner Majestät mit Furcht untertan. Also hier wird auch so eine historische Distanz aufgebaut und da eignet sich das Präteritum besonders gut. Ausdruck von allgemeiner Erfahrung in Sentenzenart formulierten Sätzen. Das ist jetzt im Prinzip genau das Gleiche wie das, was man auch im Präsens mit dem Präsens machen kann, also Sentenzen, Sprichwortartiges, allgemeingültiges im Präsens ausdrucken. Aber es gibt eben auch die Form des gnomischen Präteritum, die genau die gleiche Funktion erfüllt. Sie trübe hart so kurz in Zagel, dass sie den Dritten bis nicht galt, fuhr sie mit Bremmen in den Wald. Also auch hier sowas, ja, ein Sprichwort, so eine sprichwortartige Formulierung, ein Satz, der das Präteritum benutzt, um die gnomische Rede als solche zu markieren. Sehen wir uns das Futur 1 an. Präsens pro futuro ist eigentlich die typische Form, das Futur auszudrücken, also über die Zukunft zu sprechen. Das gilt auch im Neuhochdeutschen ganz massiv, vor allem in der Alltagsrede, in der gesprochenen Rede benutzen wir eigentlich fast ausschließlich das Präsens pro futuro. Was machst du morgen? Ich gehe ins Kino. Nicht ich werde ins Kino gehen. Ist für die Alltagssprache äußerst ungewöhnlich, für die geschriebene Sprache etwas verbreiteter noch. Aber Präsens pro futuro ist eigentlich sozusagen das Futur der ersten Wahl. Und das ist auch im Mittelhochdeutschen der Fall. Er ist geboren von ein Schauwe, die Minne wird sehen, Frowe, so wird der Ahnestrite ein Schur. Dazu kommt, wenn
um noch deutlicher zu machen, dass es sich um eine Präsensverwendung handelt, die sich auf die Zukunft bezieht, wird eine adverbiale Zeitangabe hinzugefügt. Was machst du morgen? Ich gehe morgen ins Kino. Ist es ihr late, doch dirne ich ihr jemma mehre. Also immer weiter und für immer. Das Futur kann man aber auch umschreiben mit sullen und Infinitiv, also sollen, Präteritum Präsentien, ein Hilfsverb in diesem Fall. Und svenne ich üch erlöset han, so soll ich mich selbens lahn. Hier ist es eben wichtig, sollen nicht als Vollverb, sondern als Hilfsverb zu benutzen, und zwar als eine Hilfe, um das Futur auszudrücken. Und wenn ich euch befreit habe, werde ich mich selbst töten. Es wäre hier also eine semantische Unterscheidung, keine unwesentliche, wenn man sollen als sollen auch übersetzt, nämlich dann heißt es, und wenn ich euch befreit habe, soll ich mich selbst töten. Das würde bedeuten, dass da irgendwie vorher erzählt würde, dass der Sprechende irgendwie bedroht wird oder einen Befehl erhalten hat, irgendwie sich selbst zu töten. Ja, es macht etwas sehr Signifikantes mit dem Text, wenn man hier sollen als sollen übersetzt und nicht erkennt, dass es sich hier um eine Hilfskonstruktion für das Futur handelt. Was mit sollen geht, geht auch mit müssen. Wie Lurte und Bereine sind kristalline Wortelin, beide sind und jemma müssen sin. Also auch hier jemma, also für immer, immer weiter, für alle Zukunft. Wie wunderbar klar ist seine dem Kristall vergleichbare Sprache, und das wird auch für alle Zukunft gelten. Ja? Also auch hier könnte man auch müssen übersetzen, weil es sozusagen innerhalb dieses Satzes funktioniert. Das ist aber nicht immer so. Hier könnte man auch sagen, und das muss auch für alle Zukunft gelten. Es passt auch in den Kontext. Dieser Satz stammt aus dem sogenannten Literaturexkurs von Gottfried von Straßburg. Und der Erzähler spricht dort darüber, wie sehr er die Sprache Hartmanns von Aue bewundert. Und da könnte man jetzt das auch so übersetzen. Allgemein gilt, dass müssen eben auch ein Hilfsverb für die Konstruktion des Futur 1 benutzt werden kann. Und was mit sollen und müssen funktioniert, das funktioniert auch mit wellen. Wellen ist kein Präteritopräsentium, sondern bildet sozusagen für sich eine Gruppe, ist ein ganz besonderes Verb mit sehr ausgeprägt anderen Formen. Also wellen oder will plus Infinitiv. Du willst von ihr großen Schaden gewinnen, du wirst durch sie großen Schaden erlangen. Und auch hier wieder würde es einen großen semantischen Unterschied ausmachen, wenn man wollen als solches übersetzt. Du willst durch sie großen Schaden erlangen. Das klingt so eher so ein bisschen nach Minnesang, also wo sich das Ich, der Sänger, alles Mögliche antun lässt von der Dame um der Liebe willen. Das ist hier aber nicht Minnesang, sondern es ist die Kaiserchronik. Und da wird sozusagen einfach nur ein kausaler Zusammenhang dargestellt. Du wirst durch sie großen Schaden erlangen. Schauen wir uns das Futur 2 an. Auch hier brauchen wir das Hilfsverb müssen, Präteritopräsentium im Mittelhochdeutschen. In en Welle Gott behürten, du musst in schiere verloren han. Wenn Gott ihn nicht schützen wird, wirst du ihn bald verloren haben. Und auch hier, also hier macht die Übersetzung mit müssen einfach auch keinen guten Sinn. Futur 2 kann man auch umschreiben mit haben und einem Partizip 2. Setzt euch rechte uf sinus la und gerate ihr im Rechte nah, so habt ihr ihn viel schiere erritten. Heftet euch genau an die von ihm hinterlassene Hufspur, wenn ihr ihm auf dem richtigen Weg nachreitet. So werdet ihr ihn sehr bald eingeholt haben. Das Perfekt wird mit einer einfachen Präteritumsform umschrieben. Und hier muss man sehr genau schauen, inwiefern der Kontext darauf hindeutet, dass es sich um eine Perfektform handelt und nicht um eine einfache Präteritumsform. Muss eben unterschieden werden, ob es sich eben um wie viele Vergangenheitsebenen es sich handelt. Also was geschieht nach welcher anderen Handlung? Durch wen tragt ihr das Fingerlin? Ich horte je sagen mehrere. Hier weist auch noch je
auf das Perfekt hin, Klosnerinne und Klosnere, die sollten mieden Amor schafft. Wem zuliebe tragt ihr diesen Ring? Man hat mir doch immer gesagt, dass Klausnerinnen und Klausner auf ein Liebesverhältnis verzichten müssten. Also dieses Je, das weist noch schön darauf hin, man hat mir das doch immer gesagt. Und nicht, man sagte mir, ja, also nicht sozusagen eine einmalige, abgeschlossene Handlung, man sagte mir, dass dies ist, sondern man hat mir das immer gesagt, oder man sagt, ja, dass sowieso immer, dass Klausnerinnen und Klausner auf ein Liebesverhältnis verzichten. Also Mönche und Nonnen sind damit gemeint. Hier spezielle, aber falls Sie mit dem Begriff des Klausners nichts anfangen können. Plusquamperfekt, das gleiche Problem, einfache Präteritumsform ist dafür notwendig, um das Plusquamperfekt zu umschreiben. Hier muss man auch wieder schauen und kontextabhängig entscheiden. Nein, des Trankes, was nicht meh, Brangäne warf ihn in den See. Also hier sind wird über zwei Sachverhalte gesprochen, die nacheinander stattfinden und also die nicht gleichzeitig stattgefunden haben können und schon gar nicht umgekehrt. Ja? Also nein, von dem Trank war nichts mehr übrig, Brangäne hatte ihn ja ins Meer geworfen. Also erst hat Brangäne den Trank in das Meer geworfen, hier die Minnetrank-Szene aus Gottfried von Straßburg Tristan, Brangäne. Die Cousine von Isolde hatte den Trank bereits ins Meer geworfen. Deswegen war von dem Trank nichts mehr übrig und deswegen konnte auch Marke, der eigentlich versprochene Ehemann von Isolde, nicht mehr davon trinken und damit die Liebe zwischen Isolde und ihm auch nicht mehr initiiert werden. Also nein, von dem Trank war nichts mehr übrig. Brangäne hatte ihn schon ins Meer geworfen. Plusquamperfekt ist also diese Zeitform, der Sachverhalt, der vor dem passiert ist, was im Präteritum ausgedrückt wird. Und noch die einfache Präteritumsform und eine untergeordnete Konjunktion du, do oder nu ist auch möglich, um das Plusquamperfekt deutlich zu machen, beziehungsweise hier wiederum einzelne Sachverhalte so zu ordnen, dass klar wird, wie die Chronologie funktioniert. Do mani wird begrub, do schiert sich die rüwige diert. Er nahm das Ors, do erst gewann und führte es für den König dann. Also nachdem man den Burgherren begraben hatte, ging die trauernde Volksmenge wieder auseinander. Ganz klar. Also erst wurde der Mann begraben, da stand die trauernde Volksmenge noch am Grab und danach ist sie auseinandergegangen. Ganz klar eine Chronologie und ein kausaler Zusammenhang. Das eine folgt aus dem anderen. Er nahm das Pferd, nachdem er es gewonnen hatte, und führte es sofort dem König zu. Klar, er kann eben das Pferd auch gar nicht dem König zuführen, bevor er es gewonnen hatte. Also erst muss er das gewinnen, dann kann er es dem König geben. Und auch hier kann man sehen, wie das Do dafür verantwortlich ist, dass hier ganz klar ein Plusquamperfekt gebildet werden muss. Und zum Schluss noch das Konjunktiv Plusquamperfekt wird ebenfalls durch einfache Präteritumsformen erzeugt. Möget ihr weniger mir gesagen, wes hahnt ihr die Magget geslagen, ihr Hahn sehre missetan, ihr solltet's durch Zucht lahn. Also hier ist die Szene am Anfang des Erek geschildert, beziehungsweise die Rede Ereks an den Zwerg, der zunächst erstmal die Hofdame von Ginovel geschlagen hat und dann auch noch ihn. Könnt ihr, erbärmlicher Wicht, mir vielleicht sagen, warum ihr das Mädchen geschlagen habt? Ihr habt sehr übel gehandelt, ihr hättet das, wenn ihr wohl erzogen wäret, also durch Zucht, um eurer Erziehung willen, unterlassen müssen. Also hier muss einfach aus dem Kontext des Satzes heraus der Konjunktiv übersetzt werden, denn die Sache ist ja bereits geschehen. Ja, man kann hier nicht übersetzen, ihr sollt das unterlassen, ja, um eure Erziehung willen oder wenn ihr wohl erzogen wäret, weil die Sache ist bereits passiert, ihr hättet es unterlassen müssen, wenn ihr wohl erzogen wäret.